Nee, du kannst nichts aufsetzen. Wenn du das aufsetzt, sieht es wahrscheinlich komisch aus, aber auch gut. Oh, sie hat schon Stiefel des Weiß, also kriegst du auch Stiefel des Weiß. Ringe haben wir leider nicht für dich und ansonsten leider gerade auch nichts. Tut mir wirklich leid. Und hättest eh keinen Helm tragen können. So, wieder nach oben. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal die östlichen Höhlen, weil sie sind in die westlichen geflüchtet. Also sie wollten in Richtung der westlichen flüchten und wurden da eingeeist. I'm listening. Straight away. Jupp, das soll ich hinabklettern. Ja, wie schön, dass du immer auf meine Party zoomst, wenn wir hier runterkommen. Oh, wow, Fallen. I'm here. Just a moment. I'm listening. Everything hurts. Not possible. More than usual, even. Indeed. Ach, jetzt entdeckst du auf einmal die Fallen, Palegina. Okay. Und er ist halt wieder beim Priester erwischt. Ist mir gerade eh wurscht. Hoffe ich mal. So. Na, ich sehe schon mal einen Stolperdraht. Okay, wilde Pilgerer haben sich hier wieder eingenistet. Ja, ich muss sagen, er macht sich, was die Angriffe geht, ganz gut. Oh, er zaubert einen Schutz. Da ist der Beschwörer von den Drachen weg. Außergewöhnlicher Stab, Jagdbogen, Speer. Wieder ein Zauberbuch mit Kampfspuren. Kampfspuren. Die Sporen. Did you expect to find something here? Na, die sehen nicht so aus, als ob sie gerade zum Leben erwachen wollen. Das sind auf jeden Fall Konstrukte. Werkstatt.
Entweder geht es nachher zwischen den westlichen und östlichen Höhlen noch einen Weg. Ich kann hier nichts anklicken und nichts benutzen. Dass es dann sozusagen eine Abkürzung zurück ist. Und dann hier raus. Werden wir ja sehen. Wenn nicht, muss ich nochmal in die östlichen Höhlen nachgucken gehen. Die Falle habe ich entschärft gehabt. Das heißt, ab in die westlichen Höhlen. So, mal sehen, was wir hier drin finden. Tempel des Niedergangs. Auf jeden Fall noch mehr eingefroren, ne? Oh, Edwin hat was entdeckt. Lebender Stahl, Perlmut, nehme ich alles gerne. The dragon breached the chapel walls. Greenhide is there. She turns the prayers to Rimmagant. With me, sister. We must to her defense. Ja. Im Tempel sah ich eine andere Vision von Seelen, die beim Angriff auf diesen Ort gefallen waren. Sie wollten jemanden namens Renada zu Hilfe rufen. Oder Renada. Wie auch immer. Silberluske, Goldziol, Obsidiansplitter. Der Raureif-Tempel, okay. Look. Schneebären. Mama Schneebär und Bärenjunges. Nee, ich habe keinen Streit mit Schneebären. Eine Vertiefung im Eis hat eine kleine Menge der Flüssigkeit des Konstrukts aufgefangen. Trotz der beißenden kalten Luft oder der noch kälteren Oberfläche bleibt sie flüssig. Oder zumindest eine Art Matsch. Die Flüssigkeit identifizieren. Alchemie. Alchemie hat hier nicht wirklich jemand. Ja, Fehlschlag, Alchemie 16 gebraucht, ja. Du hast allerdings keine Ahnung, was es ist. An der Flüssigkeit riechen. Die widerliche Flüssigkeit riecht nach fadiger Koiki-Frucht mit der dezenten Note von Naphtha und Rost. Flüssigkeit einsammeln. Ah, jetzt hat Eder eine Wunde, Gewandtheit und Rüstungswert. Eder schöpft etwas von der Flüssigkeit in einem Behälter. Plötzlich hörst du ein Zischen, als die Fingerknöchel von Eder mit der dickflüssigen Oberfläche in Berührung kommen wahrscheinlich. Idee reibt die verletzte und leicht qualmende Hand gegen das Eis. Ja, du hast Forstkonstruktflüssigkeit erhalten. Warten jetzt seufzt. Ich vielleicht sollte Nvidia das besser nicht in sein Bier mischen. Die Konstrukte wurden vollkommen ausgeweitet. Eine süßlich riechende Flüssigkeit tropft aus ihren offenen Wunden. Ja. Ganz ehrlich, ich sehe jetzt nichts, was es rechtfertigt, dass ich die Eisbären hier töte.
Man muss nämlich in diesem Spiel nicht unbedingt alles töten, was einem über den Weg läuft. Vor allem nicht eine Bärenmutter mit ihrem Jungtier. Indeed. Ja, westliche Höhle. Gibt es dann wahrscheinlich auch einen Gang in die östliche Höhle? Können wir gleich mal herausfinden. Ja. Kupferavelt. Dann können wir uns nämlich noch die östliche Höhle fertig ansehen. Oh, es gibt sogar noch einen Ausgang da auf dem... Okay, der Imp entdeckt uns irgendwie. Der Imp sitzt auf dem gefrorenen Boden. Reif hängt an seinem Fleisch, die Flügel sind schützend über seine Schultern drapiert. Sein Mund hängt weit offen und die Falten um seine Augen herum verraten, dass sie fest zusammengepresst sind. Er umklammert ein kleines Objekt in den Händen. Alles klar bei dir? Keine Reaktion. Der Imp zeigt weiterhin keine Regung. Hey, this could just be how they sleep. You don't know. Hey, vielleicht schlafen die einfach so, man weiß es nicht. Hallo? Keine Reaktion, der Imp zeigt weiterhin keine Regung. Den Imp untersuchen. Der Imp bewegt sich nicht, scheint aber nicht tot zu sein. Seine Haut ist zwar hauptsächlich bläulich und weiß, dennoch scheint er, dass Blut zirkuliert. Und wenn man ihm eine Hand vor den Mund hält, kann man noch leicht den Atem spüren. Die Kreatur lebt, vielleicht befindet sie sich gerade in einer Art Winterschlaf. Das Objekt untersuchen. Ja, die knotigen Fingerknöchel des Imps schließen sich um etwas, das auf den ersten Blick wie eine Sphäre soliden Eises aussieht. Auch wenn eine spürbare Macht unter ihrer Oberfläche pulsiert und die kühle Luft um sie herum noch weiter abkühlt. Ihm auf den Kopf klopfen. Das Fleisch des Imps fühlt sich unter deinen Fingern kalt und hart an. Ihm das Relikt aus den Händen lösen. Als du die dürren Finger der Kreatur von der Kugel wegziehst, öffnet es sich plötzlich und öffnet es plötzlich seine blauen Augen. Der Imp hüpft mit einem langen Zischen vor dir weg. Die ledigen Flügel halten ihn in der Luft. Wormling not take my ball! It's not Wormlings to take! Hey, Wormling, meinen Ball nicht nehmen, ist nicht für Wormling zu nehmen. This place not your home. You probably die here. Geh weg, du gehörst hier nicht hin. Du wirst hier vermutlich sterben. Was hast du da? Thing not for your knowing. Dass dich nichts angeht. Ich tausche etwas gegen deinen Ball ein. Don't want Wormling's things. Already have ball. Ball, everything Imp needs. Hey, ich nicht wollen Wormlings Sachen, habe bereits Ball. Ball, alles, was Imp braucht. 20.000 Kupfer geben. Ich wäre willens, eine volle Truhe Gold dafür zu geben. Tausende wert. Du könntest so viele Bälle kaufen. Ich werde dir abkaufen. Wird sich ein Beutel Gold für dich an. Andererseits, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Nochmal überlegen. Muss erst einmal überlegen, vor nochmal einmal überlegen. Tauschen wir ihn ein. Ja. Just shake it and hear. Maybe Imp not understand question. Klimpert, schüttel mal und hör selbst. Vielleicht hat Imp Frage nicht ganz verstanden. Imp not understand. Well, now I've heard everything. Ein Imp hat was nicht verstanden. Jetzt habe ich alles wirklich erlebt. Ja, 20.000 Kupfer. More jingling shiny coins than any Imp could carry. Mehr klingende Münzen, als er Imp tragen könnte. Die Augen des Imps weiten sich angesichts des unerwarteten Geschenks. Er drückt dir das Relink in die Hand und beginnt damit, die Kiste mit Münzen davonzuziehen. Als die Kugel in deinen Händen leuchtet. Oh, Rimgrans Auge. Gewährt Schleier des Winters. Einmal pro Ruhephase. Als die Kugel in deinen Händen leuchtet, hörst du das Krachen und Aufspringen kleinen Metalls, das in der kühlen Luft widerhallt. Sag mir bloß nicht, ich habe jetzt die Wächter aktiviert. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle speichern wir einfach mal. Ist nämlich mal wieder soweit. Das ist hier jetzt LP 61. LP 061.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.